Mein Name ist Dennis Rubin, bin Lehrer an der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen, ist eine KGS. Ich bin hier der Fachbereichsleiter, also einer von zwei Fachbereichsleitern MINT, habe die Fächer Mathematik und Physik und unter mir jetzt auch noch Technik und den Makerspace. Und zum Making bin ich eigentlich auch über unseren Makerspace gekommen, den wir seit 2 Jahren aufbauen und vor einem Jahr auch eröffnet haben. Vor circa 3 Jahren hat unsere Schulleiterin uns mal eine Mail weitergeleitet, wo es um die Erstellung von Makerspaces ging und wie das Interesse so bei uns in der MINT-Fachschaft war. Und da habe ich sofort gesagt, das ist auf jeden Fall für uns, das wollen wir auch, das klingt total gut. Haben damals auch mehrere Kontakte zur Uni gehabt, zur Hochschule. Und dann war ein besonderer Glücksgriff, dass der Wirtschaftsförderer der Stadt Pattensen sofort auch mit am Boot war. Und dann haben wir uns mehrfach getroffen, auch in einer großen Gruppe. Wie baut man sowas auf? Wo kriegt man Gelder her? Dann haben wir eine Förderung von 75.000 Euro bekommen. Unsere Schulleiterin hat direkt einen der Werkräume zur Verfügung gestellt und hat gesagt, hier können wir das doch mal machen. Ist später auch, das ist schon eine Vision, zugänglich dann von außen, falls wir mal öffnen für andere, so in Richtung Schülerforschungslabor. Also die Vision ist noch da, soweit sind wir aber noch nicht. Und so hat das Ganze angefangen und jetzt ist er auch schon in Benutzung. Wir haben den Raum ausgestattet, den wir uns halt in diesem Team getroffen haben, also mit der Schulleitung, 2, 3 engagierte Lehrkräfte. Ich war eine davon. Und was auch ziemlich gut war, ein Werklehrer, der früher, also wir sind ja eine KGS, also eine kooperative Gesamtschule, auch im Realschulzweig, der sehr viel in dem Realschulzweig eingesetzt war und auch im Hauptschulzweig, aber gar nicht so im Gymnasialbereich. Also ich erstmal nicht so viel Schnittmenge mit ihm hatte, jetzt aber ihn als sehr guten Kollegen natürlich schätze, weil der natürlich von Haus aus auch Tischler ist und sehr viel praktische Erfahrung hat und uns da jetzt sehr weit unterstützen kann. Das heißt, er hat auch die Inneneinrichtung mit den ganzen Werkzeugen übernommen. Ja, von uns war aber ganz klar von der technischen Seite auch gerade Richtung später Programmierung und auch höhere Kurse, also Richtung Oberstufe, dass wir Mikrocontroller programmieren wollen, dass wir auch irgendwelche Sachen mal erstellen wollen und deshalb auch den 3D-Druck auf jeden Fall wollten. Also ich war da sofort intrinsisch motiviert und sagte, wir brauchen die, hat mich schon immer interessiert, hatte aber noch nie einen. Und genau wie mit dem Lasercutter, der ja Holz ausschneiden kann und auch Sachen gravieren kann, also kann auch Papier gravieren oder Leder oder alles Mögliche eigentlich, bis auf Metall. Da stand schon fest, also das brauchen wir. Und dann haben wir halt in diesem Team öfters getroffen, mal in mehreren langen Monate dazwischen, manchmal nur Wochen und gesagt, okay, was brauchen wir eigentlich auch? Und von Anfang an war auch eine Kollegin zuständig, die hier an der Schule die Berufsausbildung berät quasi, als Berufsberaterin, um zu gucken, was brauchen eigentlich auch unsere Ausbildungsbetriebe und halt auch direkt die Vernetzung in die Stadt Pattensen hinein, was brauchen unsere Ausbildungsbetriebe hier in der Nähe, was können wir machen, die sagen auch, in Zukunft immer wichtiger wird wirklich diese CAD-Zeichenprogramme, die man sowohl für den Lasercutter als auch für die 3D-Drucker braucht, das heißt erstmal um das digitale Erstellen von Zeichnungen und das ist das, was auch die Ausbildungsberufe immer mehr benötigen und wenn da natürlich Kenntnisse da sind, entlassen wir unsere unsere Schüler aus den Haupt- und Realschulzweig besser auch deutlich besser ausgebildet. In unserem Makerspace befindet sich neben normalem Werkzeug, also wir haben auch eine super neue Werkbank bekommen mit ganz neuem Werkzeug, also was man sich da so alles vorstellt, von Schraubenziehern über Akkuschrauber, Schleifgeräte, irgendwelche Stechbeitel, schöne neue Bohrer, gute Bit-Aufsätze, daneben auch klassische Werkmaterialien, eine neue Kreissäge kriegen wir noch, Bandschleifer und Sonstiges, also wirklich ein guter Werkraum auch noch, haben wir ihn jetzt ausgestellt, wenn man im Hintergrund sieht, wir haben 3D-Drucker installiert, wir haben einen Lasercutter. Und diese ganzen Geräte sind jetzt auch wirklich gut im Einsatz. Wir haben dann natürlich auch noch aufgestockt mit digitalen Sachen, also ein paar Robotersätze und Mikrocontroller und Sensoren für Mikrocontroller. Und wir haben auch eine kleine Station, die kommt so ein bisschen aus dem Textilbereich, wo wir T-Shirts bedrucken können. Also alles das, wo eigentlich die Maker-Szene, wo sie herkommt und hingeht, halt Sachen zu machen. Unsere große Vision ist irgendwann für den Makerspace, dass dieser geöffnet ist wie ein Schülerforschungslabor und eigentlich vielleicht auch Betriebe von außen ihre Auszubildenden hier reinschicken können und Schüler
auch von unserer Schule tagsüber im Ganztagsbereich hier rein können und Sachen bauen können und immer eigentlich rein können, wenn sie irgendwas wenn sie irgendwas herstellen wollen. Das ist natürlich noch ein langer Schritt. Wie haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit den ersten Projektkursen. Also ich hatte einen Kurs und ein zweiter Lehrer hatte einen Kurs, einmal Klasse 9 und einmal Klasse 10. Und da war unser erstes Projekt eigentlich, was wir auch größer angelegt haben, was dann zufällig letztes Jahr kam mit der Corona-Krise, eine CO2-Ampel zu bauen. Und da war es eigentlich schon klar, was brauchen wir für eine CO2-Ampel? Man braucht einen Mikrocontroller, die mussten bestellt werden und da mussten die Schüler erstmal programmieren werden. Haben wir in beiden Kursen parallel gemacht, haben uns mal abgesprochen, was macht ihr gerade, was machen wir? Wir haben eigentlich dieselben Skills erstmal gelernt, also irgendwie was programmieren. Erstmal LEDs blinken, damit dann später alles sinnvoll ist. Dann brauchten wir Sensoren. Die mussten wir dann zusammen, weil das viele Leute damals gemacht haben, da haben wir Sensoren mal in China bestellt, mal in Deutschland, mal in Holland, je nachdem, wo sie dann herkamen, um diese Ampeln zu bauen. Dann brauchten die ein Gehäuse. Da haben wir überlegt, machen wir es aus Holz oder machen wir es mit den 3D-Druckern. Also da mussten die Schüler auch lernen, mit dem 3D-Drucker umzugehen zu können. Wie funktioniert überhaupt ein Druck? Wie mache ich Teile? Also die ganze Modellierungskreislauf auch, der für Mathematik ja auch immer angesprochen wird, da aber selten in die Realität umgesetzt wird, brauchten wir da. Also jeder Schüler hat hier 5, 6 Prototypen mal gehabt und immer kleine Teile, passt es nicht, bis wir im Endeffekt zu einer fertigen Form kamen. Dann haben andere Schüler die Programmierung gemacht und so ging das ineinander über. Das war unser erstes Großprojekt mit zwei Kursen. Mittlerweile haben wir auch noch im AG-Bereich was. Also da kommen hier auch 5. bis 7. Klässler in die AG. Die werden dann hier betreut, auch von einem ehemaligen Lehrer, der hier auch manchmal noch herkommt. Und haben jetzt dann auch einen dritten Kurs. Also jetzt haben wir quasi Kurs 9, 10 und 11. Das heißt, drei Kurse finden hier regelmäßig statt, plus die AG. Und auch noch eine Robotik-AG in Zukunft geplant, beziehungsweise läuft auch schon. Also wir werden es immer weiter ausbauen. Langfristige Zielsetzung ist es dann auch noch, in Teilen, das müssen wir noch gucken, wie es ist, in den Mathematikunterricht zum Beispiel einzubinden oder in die regelmäßigen Naturwissenschaftsunterricht, also zum Beispiel dieses Zeichnen, wegzukommen von wir zeichnen nur mit Papier und Bleistift und Zirkel, sondern auch, wie geht das eigentlich mit Software? Und gerade da auch diese Gedankenkonstrukte, wenn ich ein kleines Teil schon baue, wie muss es geformt sein, wo muss ein Loch sein, damit ich da was anschrauben kann, also diese Kopfgeometrie, um da die Kompetenzen der Schüler auch zu lehren, gar nicht so wichtig, okay, müsst am Ende ein Werkstück herstellen, sondern eher, verrenkt mal euer Hirn, wie baue ich eigentlich was geometrisch, dass es die Anforderungen erfüllt, die eigentlich dieses Bauteil haben sollen. Das geht schon mit kleinen Halterungen für irgendwelche Bohrmaschinen. Wie mache ich sie an die Wand, wo kommt eine Schraube rein, wo ist der Haken, damit ich da irgendwas machen kann. Bei den Schülern kommt das eigentlich durchweg positiv an. Ich habe gerade den Elba-Kurs, also die haben richtig Interesse. Da sind auch zwei, drei richtig pfiffige Leute dabei. Also die einen programmieren ein Spiel auf dem Computer, aber fürs Handy. Dann baut der noch selber sich so wie so ein Controller, der so ein bisschen an so ein Spiel Konsolencontroller erinnert, also mit Bluetooth kann er dann und Knöpfen sein Handy dann steuern, auf dem dann das 3D-Spiel läuft. Der andere, weil ich gesagt habe, es wäre ja auch schön für unsere Einführung, wenn noch Corona länger ist und Tag der offenen Tür nicht ist, wenn ihr nicht um irgendeine Hütte rumlauft, sondern unser Schulgebäude. Das heißt, ein anderer Schüler kümmert sich komplett und misst gerade das ganze Schulgebäude seit 3, 4 Monaten ein, um dann wirklich unser Schulgebäude dreidimensional darstellen zu können. Erstmal nur von außen, mal gucken, ob es auch von innen schafft. Also die sind richtig motiviert. Dann hatten wir vor 2 Monaten so eine Oberstufenprojektwoche, also Pulsar, wo sie auch wirklich Transferleistungen erbringen sollen. Also nicht eine klassische Projektwoche, sondern schon in Anforderungsbereich 3 hinein. Und ist bei unserer Schule auch ein bisschen, also hat auch nicht jede Schule, das ist ein Projekt, was bei uns insgesamt seit 4, 5 Jahren, glaube ich, läuft, diese Pulsare. Vielleicht auch erst seit 3, weiß ich gerade nicht genau. Und da wir haben zum ersten Mal mit Makerspace teilgenommen und die Schüler waren auch sehr unterschiedlich vorbegabt, aber das war super. Die einen kamen an und konnten eigentlich nichts. Dann haben die gelernt, mit LEDs erstmal was zu löten, das kannten sie vorher auch nicht, dann ein paar LEDs zu programmieren. Und die anderen, die schon aus dem Elba-Kurs waren, die das kannten, die haben dann eine Brücke aus Holz gebaut, mit einem Sensor vorne und hinten. Wenn ein Schiff davor fährt, geht die Brücke auf und erst wenn das Schiff wieder durchfährt, mit dem zweiten Sensor, geht es zu. Und das haben die in 4 Tagen geschafft, das Brückenmodell, mussten sich auch um die Mechanik kümmern, dass es hoch und runter geht. Also die sind super motiviert. Für die unteren Kurse ist es manchmal schwierig, dass sie wirklich ein Projekt finden, wo sie intrinsisch motiviert sind. Also wir haben im Moment hier noch die Schiene, dass wir am Anfang sagen, okay, wir haben ein Projekt, wie zum Beispiel ein Namensschild entwerfen für einen 3D-Druck. Da weiß jeder, aha, da muss irgendwie, also so ein Schlüsselanhänger, das muss eine Öse haben und da muss der Name rein. Da üben wir dann mit so das CAD-Zeichenprogramm, das erste, und was kann 3D-Drucker erst? Als zweites habe ich dann gemacht, Design durch irgendeinen Schlüsselanhänger.
Und da weiß ich noch, eine Schülerin sagt, oh Gott, ich kann das nicht. Und was ist überhaupt ein Rechteck? Und so, die hat sich ihr eigenes Klavier designt, weil sie gerne Klavier spielt. Also wirklich mit den kleinen Tasten und den großen Tasten dazwischen liegen. Dachte er so, Gott, wie soll ich das denn machen am Computer? Und dann habe ich das gezeigt. So, hier ist ein Rechteck, da ist doch ein Abstand. Und das hat sie immer noch im Schlüsselbund seit einem Jahr. Finde ich super. Aber das dauert halt, also dann den Skill oder zum Beispiel dann Lasercutter, wie funktioniert überhaupt? Dann mache ich da auch ein kleines Schildchen und da sollen sie was drauf gravieren, damit sie auch so ein zweidimensionales Zeichenprogramm kennenlernen. Und dann haben sie so die Skills. Und dann geht es darum, da gibt man was vor, da lässt man es offen. Und dann muss man auch mit seinem Kurs gucken, das ist halt schwierig, da das richtige Mittel zu finden. Manchmal, am besten hat man nur so kleine Projekte in der Hinterhand, die ein paar Wochen vielleicht dauern. Und wenn die Schüler schon intrinsisch motiviert sind, dann sollen sie das machen. Also in dem einen Kurs, da probieren die einen aus Recyclingmaterial und Blättern und Naturkleber ein Portemonnaie zu machen. Der nächste baut sich dann einen selbstbewässernden Blumentopf und designt das so und von der Technik her, dass da auch eine Pumpe läuft. Wir haben, wie schon gesagt, die anderen machen ein Spiel. Und in Klasse 10 super kamen zwei Damen an, die haben das in der Zeitschrift gesehen, in der Make, ein USB-Ladegerät für das Fahrrad. Für den Fahrraddynamo, also dass da konstant 5 Volt draufläuft und haben jetzt schon einen dritten Prototypen, also erst war es so eine Platine, dann so eine und jetzt schon im Kasten. Und ja, wenn jetzt der Fahrraddynamo läuft, können sie konstant 5 Volt rausbringen und damit ihr Smartphone oder eine Powerbank laden. Und das ist natürlich super. Und zwei Damen, die vorher noch nie gelötet haben, noch nie was programmiert haben, das haben sie alles hier gelernt. Und das ist schon schön, bei den Schülern kommt es super an. Und wenn natürlich Schüler Probleme haben, ein intrinsisch motiviertes Projekt zu finden und man gibt ihnen das so ein bisschen vor und dann ist es natürlich auch schleppend. Was ein Vorteil von uns ist, unsere Profilkurse gehen 4-stündig und auch im Stück. Das heißt, wenn man wirklich ein Projekt hat, ich habe zum Beispiel gerade die ersten 4 Stunden am Montag hier einen Profilkurs, dann schaffen die natürlich auch wirklich viel, können in der Pause das Zeug hier lagern. Kann natürlich auch für Schüler etwas ermüdend wirken, wenn sie gerade nicht so ein Projekt gefunden haben, wo sie richtig Feuer und Flamme für sind, dann auch noch Pubertät oder Endpubertät sind, andere Interessen haben, dann schwierig. Aber ich würde schon sagen, also ein Großteil der Schüler findet das richtig gut, ist hier richtig gerne und setzt richtig gerne Sachen tat um. Ja, ein weiteres Projekt ist so, dass dann Schüler auch schon denken, ich hatte neulich Physikunterricht, da fehlte oben in der Sammlung ein Teil. Ich sagte noch so einfach vor mich hin oder ein bisschen lauter, ach, jetzt wäre es doch schön, wenn wir das einfach mal designen könnten und unten 3D drucken. Und dann sagt ein Schüler zu mir, der auch bei mir im Kurs ist, ach, Herr Kubin, geben Sie es mit Teil mal mit. Heute Nachmittag schicke ich Ihnen die Datei. Dann können Sie es heute oder morgen noch drucken oder dann in der Woche. Und im nächsten Physikunterricht haben wir dieses Ersatzteil. Und es war so. Ich habe ihm das Original Metallteil mitgegeben. Er hat zu Hause designt. Wir haben es dann hier aus dem 3D-Drucker dann aus Plastik gedruckt. Erfüllt alle Funktionen. Und jetzt haben wir ein Physikbauteil quasi ersetzt. Mussten es nicht bestellen. Und der Schüler hat es einfach gemacht. Ich musste hier nur den Drucker anschmeißen. Das ist natürlich total super. Ja, welche Lehrer können hier arbeiten? Im Moment waren es die eigentlich intrinsisch gesagt haben, ich hätte gerne Interesse. Also erstmal die aus dem MINT-Bereich und auch wir haben einen Lehrer, der von einer Schule gewechselt ist, da war der auch schon im Makerspace. Es sind also insgesamt so 2-3 Kollegen, die hier viel arbeiten. Für die großen Maschinen, wie zum Beispiel Kreissäge und die Bandsäge und die ganzen Geräte, ich kenne sie nicht mal alle, weil ich habe leider noch keinen Maschinenschein dafür zum Beispiel. Also da darf ich auch nicht ran. Dann frage ich immer den Kollegen, ob er mir hilft. Das sind natürlich wirklich Voraussetzungen, also wie dann auch ein wirklicher Werklehrer zu erfüllen hat. Da darf man nur mit dem Maschinenschein bei. Die anderen Kurse und gerade so die anderen Sachen mit dem 3D-Druck läuft es gerade noch so, dass wir jetzt zum Beispiel auch unsere Künstler eingeladen haben. Also ich habe festgestellt persönlich, ich kann die Geräte gut bedienen. Also ein Lasercutter, ich weiß, wie der einzustellen ist, wie hat eine Zeichnung auszusehen und wie geht das Material da rein oder auch beim 3D-Drucker, was kann der drucken, was nicht, wie muss ich den einstellen? Und mir ist immer wieder aufgefallen, ja, ich kann das bedienen, aber ich kann gar kein Design. Also uns fehlte die künstlerische Schiene. Und dann haben wir mit dem Bereich, der heißt bei uns jetzt an der Schule Mukubi, das ist eine musikalische, interkulturelle Bildung oder musikalisch-kulturelle Bildung, auf jeden Fall irgendwie in die Richtung, also auch ein Bereich, der neu zusammengelegt wurde, habe ich mit dem Fachbereichsleiter gesprochen, gesagt, so, eure Leute müssen eigentlich jetzt mal hier mit uns rein, wir können das Technische, ihr könnt das Design und das kam auch sehr gut an, sodass jetzt die Ersten auch hier runterkommen, sagen, Mensch, da könnt ihr das mal drucken, könnt ihr das mal zeichnen oder kommen hier runter und allein im Schellen zusammenzudrücken, brauchen sie mal ein Werkzeug, das läuft schon ganz gut, das heißt, das muss so ein bisschen aufteilen und das wird natürlich in Zukunft auch noch weiterkommen.
Gerade so, wenn die früher im Kunstunterricht vielleicht Räume gezeichnet haben, klassisch auf Papier, können sie es jetzt auch dreidimensional zeichnen. Und die erste Lehrerin hat dann auch einen Schüler gehabt, der hat quasi sein Bauteil hier im Zimmer, hat ein kleines Tischchen und ein Stühlchen dann hier aus dem 3D-Drucker gedruckt. Und das war natürlich für sie aus dem Kunstbereich und ich als Naturwissenschaftslehrer sage natürlich, ja, aber das Zeichnen können ist natürlich auch sehr naturwissenschaftlich. Wo sind da welche Punkte? Wie lang muss eine Linie sein? Wie sieht die Geometrie aus? Also da ist dann wirklich ein große Verbindung von mehreren Fächern auch möglich. Also allein MINT hat ja eigentlich schon die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und dann verbinden wir es jetzt quasi noch weiter mit Musik, mit Musik nicht, aber mit künstlerischen Fächern. Also das künstlerische Werken und das, ja, vielleicht auch im Textilbereich was. Wir können ja auch T-Shirts bedrucken, aber wir könnten die Vorzeichnung hier machen. Also da wachsen immer mehr Fächer zusammen. Ich denke, dass sich der Unterricht auch in Zukunft, gerade auch bei uns, weiter verändern wird, wenn wir es dann schaffen zu gucken, auch so einfache Zeichensachen, die man früher in Mathe gemacht hat, dann digital zu ersetzen mit einer Software, mit CAD-Programmen. Der Unterricht hat sich dahin bei unseren Profilkursen auf jeden Fall schon geändert, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, es sind MINT-Kurse. Früher hatten wir vielleicht mal einen Biologiekurs oder einen Chemiekurs oder dann war es mathematisch irgendwie oder Physik. Und jetzt ist es so, ich sage einem Leuten einfach, ja, was macht ihr? Ich sage, wir machen MINT. Also wir denken das auch ganzheitlich. Deswegen haben wir auch diesen Fachbereich. Genauso ist der gegründet worden. Das ist ja nicht an jeder Schule so. Da haben wir vielleicht MINT-Beauftragten, aber das ist ja klassisch getrennt. Gerade im Gymnasium ganz oft. Mathe ist der eine, Physik dann die andere und für jedes Fach eigentlich wen. An Gesamtschulen ist es ja schon, dass man einen Fachbereichsleiter hat. Und wir haben quasi zwei große Fachbereiche, also den Mathematik- und Digitalfachbereich, eigentlich mit dem naturwissenschaftlichen Fachbereich zusammengelegt, haben da jetzt zwei Fachbereichsleiter für und haben sogar noch aus Arbeitswirtschaftstechnik die Technik quasi uns einverleibt, weil wir dachten, es hat doch mehr Schnittpunkte, die Technik mit den Naturwissenschaften, als vielleicht mit der Hauswirtschaft. Und was passiert dann bei uns? Ja, wie Beispiel ein Projekt, die Schüler mit der CO2-Ampel. Die Schüler programmieren, bauen, konstruieren ein Gehäuse, drucken es. Ja, also Mathematik kann man sagen, ja, sie zeichnen was. Ist es dann Informatik, wenn sie was programmieren? Da ist schon mal die erste Verknüpfung. Sie schrauben es zusammen, sie gucken, ob es passt. Das ist auch anwendungsbezogen, ist Technik. Sie verlöten was, sie haben elektrische Widerstände, eine LED. Ja, das ist Physik. Also da merkt man schon, allein in diesem Projekt haben wir schon allein 3 oder 4 Fächer verknüpft. Und das kann man gar nicht mehr trennen. Und warum sollte man das auch? Das sollte man eben nicht, sondern ganzheitlich in so einem Projekt starten. Hier ist einfach Making wichtig und das Eigeninteresse der Schüler zu fördern, das ist wichtig. Und natürlich haben Richtung Abitur dann auch oder Abschlussprüfung einzelne Fächer doch wieder klarere Bereiche. Man muss dann immer gucken, was wird in Abschlussprüfungen, egal ob es Abitur oder das für die Haupt- oder Realschulklasse der Abschluss ist, gefordert. Und wenn da einige Sachen nicht gefordert sind, dann kann man auch sagen, okay, wo weichen wir jetzt ab? Wo machen wir es ganzheitlicher und trennen das nicht so scharf? Weil manchmal sind für Schüler dann doch wieder einfacher, doch zu trennen, wenn sie gezielt auf Prüfungen hinarbeiten. Wir probieren das aber eigentlich anders zu machen, sondern mehr ganzheitlich zu denken. Und wir sind ja auch eine Zukunftsschule, dürfen ein paar Sachen demnächst anders machen. Zum Beispiel ab nächstem Jahr starten wir Klasse 8 in der Hauptschule neu, wo ganz viele Nebenfächer gestrichen sind und mehr ganzheitliches Gedankengut auch ist und wo wirklich dann das Fach Makerspace auch einfach erstmal, also steht aktuell im Stundenplan, wo dann auch Sachen gemacht werden, dass es direkt anwendungsbezogener ist für die Hauptschüler und ja, so in jedem Schulzweig was Spezielles zu machen und das halt auf ja, den Schülern mehr ganzheitliches Denken und Wissen mitzugeben. Machen, machen, machen. Also wer nicht anfängt, kann nicht fertig werden und wer nicht anfängt, kann auch nichts machen. Also Making ist halt einfach mal anfangen, loslegen. Ich kann nur empfehlen, was kann ich empfehlen? Also ein 3D-Drucker hat mich, weil da war ich intrinsisch für motiviert, da hatte ich direkt Interesse dran, dass die fangen bei 250 Euro an, dann kann man erstmal anfangen. Irgendwann haben wir die auch bei uns abgegradet durch etwas teurere, was bei uns zugute kam. Also es ist super wichtig, wenn man wirklich so ein Makerspace auch nicht nur vom Gedankengut, sondern wirklich in einem Raum in der Schule haben möchte, da muss die Schulleitung dahinter stehen. Also die Schulleitung muss auch sagen, hier, da kriegt ihr einen Raum, da kriegt ihr mal zur konzeptionellen Planung mal Freiheiten. Und die muss auch dahinter stehen, wenn es um Geldern geht. Und weil im Endeffekt haben die Schulleitungen den besten Überblick über die Finanzen einer Schule. Das durchblickt der Otto-Normallehrer eigentlich nicht so und ist auch gut, wenn man das nicht machen muss. Und wie gesagt, bei uns kam super
Dann noch dazu, dass der Wirtschaftsförderer damals, der Stadt Pattensen, uns da so unterstützt hat und der hatte auch die Connections und der wusste vor allem, wie man Anträge aufschreibt. Das ist natürlich gut, wenn man dann sowas am Boot hat. Also das kann ich nur empfehlen, irgendwelche Leute auch, also die Schulträger mit ins Boot zu holen, dass die auch sagen, ja, das finden wir gut, dass an unserer Schule sowas ist und das zu fördern. Was braucht man? Was braucht intrinsisch motivierte Lehrer? Das muss man einfach sagen. Leute, die wirklich Lust haben. Wenn man jetzt das von oben aufpfropft, also jetzt würde irgendeine Schulleitung sagen, ich will das auch für uns an der Schule. Habe aber gar keine Verbindung erstmal zu den MINT-Fächern als Schulleitung und gibt das in den MINT-Bereich. Und im MINT-Bereich, dann würde man das einfach dahinstellen, sagen, hier, das ist jetzt so ein 2-3D-Drucker, macht einfach mal und die Lehrer haben da kein Interesse so richtig dran, dann funktioniert das nicht. Wenn man also intrinsisch motivierte Lehrer hat oder eine intrinsisch motivierte Lehrkraft quasi ist, dann anfangen. Fragen, wo kriegt man die ersten Gelder her? Vielleicht mit dem ersten Sammlungsetat, egal aus welchem Fach, sagen, okay, wir schaffen mal ein kleines Gerät an und anfangen und dann immer größer werden. Und dann kommt das Interesse von alleine. Muss man echt sagen, dann wird es auch größer und ja, je mehr Geld da ist, desto mehr kann man natürlich anschaffen. Also das ist einfach enorm wichtig. Was etwas schwierig ist, irgendwann, das merken wir jetzt gerade, ist zu gucken, also wer wartet die Geräte wirklich? Also das muss man echt sagen, manchmal fällt auch so ein 3D-Drucker aus, da muss man erstmal Forschung betreiben, also sich selber eigentlich schlau machen, wie funktioniert so ein Gerät? Man ist ja kein Techniker. Was sind eigentlich Fehler? Da muss man da selber rumbauen. Wahrscheinlich ist auch so, jeder Lehrer, der in der Schule einen 3D-Drucker betreut, der wird irgendwann auch einen zu Hause irgendwann haben, wie ich selber auch. Und dann zieht man dann Parallelen und testet auch zu Hause rum und bestellt Ersatzteile. Und wenn man dann weiß, woran es liegt, dann bestellt man auch in der Schule Ersatzteile oder mal andersrum. Das Schul-Know-how nimmt man mit nach Hause. Und da braucht man Zeiten für. Und man kann nicht einfach jeden Kollegen mit jeder Klasse hier runterschicken. Also bei uns ist es unten, deswegen sage ich runter. Und das einfach machen. Also man muss schon gucken, dass man auch irgendwie Zeiten hat und gerade was ich am Anfang mal sagte, wir wollen es eigentlich irgendwann mal öffnen als Raum, wo jeder Schüler zu jeder Stadt reingehen, was machen kann. Das ist ein Konzept, das haben wir noch nicht. Also wir bräuchten ja Lehrkräfte oder auch pädagogische Hilfskräfte, die hier einfach was betreuen. Also in langer Zukunft rechnen wir auch eher mit pädagogischen Hilfskräften, die die Geräte hier kennen, die natürlich irgendwie auch ein bisschen erzieherische Fertigkeiten haben. Und irgendwie auch motiviert sind, Schülern das Making näher zu bringen. Also tendenziell denken wir auch gerade sehr viel an ehemalige Kollegen, die mal hier waren und aus dem Bereich kommen. Und dann muss man gucken, wie werden die finanziert? Wie ist das rechtlich? Wie machen wir den Raum auf? Wie geht das in den Regelalltag über? Da sind wir noch nicht. Das wird die nächsten Jahre noch kommen. Und das ist auf jeden Fall was, was man dann mal mitdenken muss. Ja, gerade so eine Wartung von 3D-Drucker, also gerade unsere Älteren, allein die Betteinstellung, jeder, der einen 3D-Drucker hat, weiß es vielleicht, dauert mal 3,5 Stunden und dann stößt ein Schüler da dran oder sonst was und dann ist es wieder dahin und das geht halt schnell. Also wenn man es einmal gemacht hat, ist es auch nicht damit getan. Da muss auch vorsichtig mit umgegangen werden und das sind schon so Sachen, die man mitdenken muss. Also wenn er einmal da ist, ist es auch viel Wartungsarbeit und da muss man dann gucken, wo Stunden herkommen und auch Gelder für die Instandhaltung. Eine weitere Herausforderung ist auf jeden Fall auch die Benotung. Ja, also wir haben natürlich unsere Profile im Wahlpflichtprogramm und dann bei 4 Stunden steht dann eigentlich auch, ja, es müssten 4 Klausuren sein. Je nach, wenn man dann in die Gesetze guckt, dann kann man, wenn eine Fachkonferenz es beschließt, mal eine Ersatzleistung machen. Und Klausuren kann ich natürlich super schreiben am Anfang. Ich habe alle das gleiche Projekt, habe so eine Software denen vorgestellt, ein bisschen Programmierung gemacht. Die erste Klausur war dann auch super einfach zu erstellen. Ne? Was muss man beim 3D-Druck beachten? Zum Beispiel, dass man nicht einfach in der Luft eine Linie drucken kann, weil dann fällt sie halt runter. Kurzes Auszug aus so einem Programm. Was macht dann dieses Programm? Oder wie würdest du das erstellen, wenn das und das dein Auftrag wäre? Das war natürlich alles super einfach. Je mehr die Schüler aber an extra Projekten arbeiten und sehr unterschiedlich sind, desto schwieriger wird es, eine Klausur halt klassisch zu machen. Und da ist es sehr wichtig, das ist jetzt das Gute, dass wir in der Zukunftsschule sind. Da muss man gucken, wie das in Zukunft ist, dass man mehr alternative Prüfungsformate auch in die ja, eigenen Schulgesetze quasi reinschreibt und dass man da mehr machen darf. Und dann sind natürlich Sachen wie ein Portfolio oder auch eine Projektpräsentation.
Dokumentation und laufende Sachen, die deutlich besseren Lösungen. Also funktioniert jetzt im Profilkurs auch super, dass Sie Ihr Portfolio eigentlich immer, wenn Sie gerade nicht so motiviert sind, was zu bauen oder vielleicht auf einen 3D-Drucker warten, dass Sie in Ihrem Portfolio schreiben, Bilder einfügen, und es funktioniert auch super, die sind ja digital da wirklich gut aufgeht, also vom Know-how her, dass sie da Bilder einfügen und sagen, das hat gut geklappt, das war mein erster Prototyp, danach habe ich dies noch designt. Das heißt, sie machen eigentlich so ein Portfolio mit, was man dann am Ende bewerten kann. Und am Ende kann man auch trotzdem noch so, das werden wir jetzt auch in den Kursen so machen, ein Datum setzen, wo sie dann hier in der Schulgemeinschaft, in der Aula quasi ihre Projekte vorstellen. So ein bisschen, also ich kenne das von Jugend forscht, so wo ihre Schüler, wo dann die Schüler immer in ihren Gruppen sitzen, dann haben die hinter sich ihr Plakat hängen, so das haben wir gemacht. Dann bekommen die auch immer Zeit, erstmal ihr Projekt selber vorzustellen, und am Ende kann man dann noch so Fragen stellen, und auch so ein Prüfungsgespräch, so eine Präsentation kann man dann ja auch super mit einfließen lassen in eine Benotung, und dann ist ja auch was Schriftliches da, es ist was Mündliches da, wie viel Eigenanteil haben sie gehabt, das kann man da auch nochmal überprüfen. Das ist bei Jugendforsch natürlich wichtiger, wenn man die Projekte nicht begleitet als hier. Hier hat man sehr begleitet, weiß man, was die Schüler eigentlich gemacht haben. Und dann wäre es auch noch super für die, wenn es dann offen ist, das ist bei Jugendforsch ja dann auch wieder nach Corona hoffentlich so, dass dann auch andere Schüler sich das mal angucken können und fragen können. Und so soll es dann hier in der Schulgemeinschaft auch sein, dass andere Schüler sehen, ach, das ist ja interessant, was man so machen kann, und dann Fragen stellen und herumgehen. Das ist wirklich wie so eine kleine, ja, wie so eine kleine Ausstellung, wo jeder dann mal was zeigen kann. Aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung. Wenn man das nicht an der Schule hat und nicht so darf, muss man sich gut überlegen, wie man das hinkriegt, die Benotung da auch wirklich zu machen und gesetzeskonform. Das ist eine Baustelle, die man dann noch irgendwie zu beackern hat. Ich denke einfach, weil wir auch so angefangen haben, also 3D-Drucker sind für den Anfang auf jeden Fall super. Da kann man auch erstmal mit einem starten. Und auch dieser Lasercutter, der ist wirklich gut. Und danach sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich kenne andere Schulen, die haben halt eher mit der Robotik angefangen, da mit der Programmierung oder auch Roboterarme. Das kann man sich selber aussuchen. Also da, wo glaube ich, also wichtig ist das einfach für das, was da ist, motivierte Lehrer existieren, sodass es quasi wirklich Nerds sind, auch im positiven Sinne gemeint. Das ist ja ganz gut, seit Big Bang Theory sind Nerds ja auch gesellschaftsfähig, man braucht es einfach. Und wenn Lehrer halt wirklich motiviert sind, dann bringen sie die Motivation auch mehr den Schülern gegenüber. Und dann ist es eigentlich fast egal, mit was man anfängt. Ich kann es nur empfehlen, also wie gesagt, 3D-Druck ist einfach, weil es auch, man hört es immer wieder, da einfach mit anzufangen. Da haben Schüler auch Interesse dran, oder wird mal was erstellt, da wird was geschmolzen, da können sie vorher was zeichnen. Klar, die Druckzeiten sind lange, aber so viel muss man erstmal gar nicht machen. Und da kann man sich auch fragen, ja, welche Software nutzt man? Macht die Schule das alles mit einer? Wir haben uns entschieden, nee, die Schüler können was nutzen, was sie wollen. Unterschiedliche Lehrer, unterschiedlich. Hat Vorteile, hat Nachteile. Das muss man auch dann irgendwann nochmal gucken. Und was ich noch jetzt bei uns sehr positiv finde, im Nachhinein, was ich nicht so bedacht hatte, ist wirklich die Anbindung an den Werkraum und Technikraum. Denn wenn Schüler dann wirklich anfangen, 3D zu machen oder Modelle zu bauen, dann fehlt mal hier eine Mutter, dann fehlt mal da eine Schraube. Ah, haben wir hier nicht doch eine Feile? Können wir nicht doch die große Säge benutzen? Das müssen wir machen. Erst neulich, haben wir den wetterfesten Lack? Und ich stand erstmal hier, ja, weiß ich nicht, ob wir den wetterfesten Lack haben. Fragen wir den Kollegen aus dem Werkbereich. Also da muss man wirklich gucken. Also ist es von Vorteil, hier nebenan ist auch noch eine Fahrradwerkstatt, also es ist so ein Raum davon, dass man einfach auch viel so Basis-Handwerksmaterial hat. Ich sage mal, so eine gut ausgerüstete Hobby-Werkstatt. Einfach mit hier mal eine Zange, da mal ein Schraubenzieher, da mal irgendwie so kleine Sachen, und wenn es schon nur ein Cutter ist, also das ist schon vom Vorteil, wenn das in der Nähe ist, weil das braucht man doch immer wieder. Also klassisches Handwerkswerkzeug eigentlich. Das ist gut, wenn es echt, und wirklich auch Schrauben. Also im Hintergrund sieht man es nochmal da so. Wir haben jetzt letzte Woche so da auf jeden Fall so Schraubenbatterien bestellt, kurze, lange Gewindeschrauben mit Muttern. Einfach mal so ein Arsenal zu haben, weil man doch, wenn man Sachen erstellt auf dem Drucker, die muss man immer auch mal verschrauben. Wenn man da keine Schrauben hat, ist das ein bisschen doof.